den ich meine, das riecht halt so nach Umkleidekabine in einer Jugendherberge, ne? Oh. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Hello und happy Mittwoch oder Freitag. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, tut aber auch überhaupt nicht zur Sache. Ich habe wieder die letzten Wochen viele Produkte gesammelt, die ich euch zeigen möchte, die ich aufgebraucht oder aussortiert habe. Und welche das sind, welche ich mit gutem Wissen weiterempfehlen kann und welche eher so ein bisschen, naja, sagen wir so, nicht so optimal sind, werdet ihr heute erfahren. Ihr seht es, ich bin glammed ab heute. Ich habe es irgendwie gefühlt. Ich wollte die Produkte benutzen und ich würde vorschlagen, das ist der Start in eine neue Ära der Drogerieprodukte. Freunde, wir sehen uns bald. Okay, wir starten direkt mit dem ersten Produkt, was so groß ist, dass es nicht mehr in die Kiste gepasst hat. Das ist ein Weichspüler von Felciazzurra. Das ist eine italienische Marke, die Puder eigentlich gemacht hat, so Körperpuder. Und ich liebe diesen Duft, ich bin mit diesem Duft groß geworden. Und einmal im Jahr kriege ich von meiner Mama zum Nikolaus oder zum Geburtstag das hier. Das sind 2 Liter. Es riecht himmlisch, ne? Also das ist, wenn du diesen pudrigen Weichspülerduft liebst, das ist das. Gibt es in der Drogerie, gibt es aber auch, glaube ich, bei Amazon. Es riecht einfach toll. Ich muss sagen, dass ich ihn mir irgendwann dann überrieche und ihn dann irgendwann nicht mehr riechen möchte und dann einfach ein Jahr warte. Aber im Winter, ne? Oh, das ist toll. Du gehst, du wäschst dein Bett, deine Bettwäsche frisch mit dem Weichspüler. Du bügelst sie richtig schön glatt, beziehst das Bett, hast einen anstrengenden Arbeitstag hinter dir und dann legst du dich in dieses Bett und du fühlst dich, als wärst du frisch geduscht in dieser Bettwäsche. Und dieses Gefühl kannst du halt auch in deinem Pulli oder in deinem Pupchen haben. Mag ich sehr, sehr gerne. 2 Liter, du brauchst wirklich nur eine kleine Menge. Ich benutze es auch nicht, um die Wäsche weich zu kriegen. Ich mag es, wenn die Wäsche so ein bisschen Griff hat. Bei regulärer Wäsche benutze ich selten Weichspüler, weil ich einfach diesen Grip mag in den Klamotten und in den Handtüchern. Aber nur für so einen Duft. Und dafür ist es sehr, sehr toll. Kleiner Pro-Tipp. Wenn ihr Staub wischt, manuell, also nicht mit so einem Swiffer oder so, nehmt Wasser, heißes Wasser, ein bisschen von dem Weichspüler, ein bisschen Spüli und dann könnt ihr die Flächen abstauben und dann habt ihr A, keinen Staub mehr und B, die ganze Wohnung riecht toll nach Weichspüler, nach diesem pudrigen. Schön. Okay, wir machen gleich weiter. Wir haben viele Haushaltsprodukte, ne? Ich bin jetzt die Haushaltsqueen. Ich weiß jetzt, wie man ein Haus sauber zu halten hat. Es ist nämlich sehr, sehr, sehr viel, was wir hier sauber zu halten haben. Und irgendwie, ihr kennt's, ne? Du bist den ganzen Tag am Arbeiten und dann hast du abends keinen Bock mehr. Aber irgendwann ist der Punkt gekommen, da musst du es machen. Der Punkt war neulich da und ich habe fast alles aufgebraucht. Deswegen haben wir hier von Frosch Himbeer-Essig-WC-Reiniger. Ihr wisst es, ich will gar nicht so viel über Putzmittel reden. Ich kaufe nur noch Frosch-Putzmittel, weil es einfach die besten sind. Meine Augen brennen nicht, es stinkt nicht, es ist nicht unangenehm auf der Haut. Die Frosch-Sachen sind sehr, sehr gut und auch der hier ist sehr gut. Ein Haarspray, was ich euch seit gefühlt 5 Jahren zeige, ist das Gatobi Sprühkleber-Haarspray. Hält bei mir mittlerweile sehr, sehr lange, weil sind ja nicht mehr so viele Haare da, die gestylt werden müssen. Mag ich sehr, sehr gerne. Du musst ein bisschen aufpassen, weil wenn du zu viel benutzt, also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, wenn ihr lange Haare habt vielleicht. Wenn du zu viel benutzt, dann beschwert es das Haar. Und ich habe ganz oft hier vorne an meinem Ansatz einzelne Haare, die dann wie so eine Antenne runtergehen. Du kriegst sie nicht mehr hoch. Eigentlich musst du sie dir abschneiden oder dann musst du dir Haare waschen. Dann ist es so schwer, dass das nicht mehr hält. Und wenn es nur ein Haar ist, was sich nicht mit anderen Haaren zusammenklebt, vergiss es. Ansonsten ist das ein super Produkt. Ein Produkt, was ich sogar 2-mal aufgebraucht habe, ist das von Glow Recipe, die Watermelon Glow Niacinamide Dew Drops. Ich habe vor 2 Jahren mit Glow Recipe mal zusammengearbeitet, im Zuge des Launches von dem Produkt, glaube ich. Vielleicht ist es auch erst 1 Jahr her. Und es hat mir so gut gefallen, dass ich eins, und das andere liegt hier in der Schublade, nochmal nachgekauft habe. Das ist ein ganz, ganz tolles Produkt, aber ich würde es nicht unbedingt als Skincare-Produkt nutzen, also nicht vielleicht abends oder so, sondern wirklich morgens als Grundlage fürs Make-up. Wenn du ein richtig frisches Make-up haben möchtest oder einfach nur deine Haut so ein bisschen wie so ein lasierter Donut haben willst, ne? Mögen wir alle. Ich habe auch gerade was auf der Stirn, was so ähnlich ist, aber in Puderform. Dafür ist das sehr, sehr gut. Als Skincare weiß ich nicht, dass
Also du kannst es natürlich als Skincare benutzen, dafür ist das Produkt mir aber zu schwer. Der AHA-BHA-Toner von Glow Recipe hingegen ist sehr, sehr gut. Aber als Make-up-Grundierung oder als Primer oder einfach nur so, du kannst das sogar mit deiner Foundation mischen und dann hast du wie so ein Water-Tint, also so eine wässrige Foundation mit einem Hauch Farbe. Grandios, so gut, dass ich es mir nachgekauft habe. Glow Recipe ist leider etwas teurer, aber da ist es das Geld definitiv wert. Wir haben einen Sonnenschutz von La Roche-Posay, Antelios 50, das Make-up-Spray. Also das kannst du über dein Make-up geben. Ich muss dazu sagen, ich liebe La Roche-Posay, ich liebe die Hyaluron-Reihe, ich liebe den Sonnenschutz in der flüssigen Form. Das hat mir ehrlich gesagt nicht ganz so gut gefallen, weil mir das einfach zu teuer war. Also Schutzwirkung sehr, 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 sehr gut, aber mir war es zu. Es ist mir zu teuer, dann kaufe ich lieber das von Garnier. Das ist ein bisschen günstiger, funktioniert genauso gut. Ein bisschen ist sogar noch was drin. Würde ich wieder kaufen, wenn es mir egal ist, wie teuer es wäre. Ansonsten reicht auch das von Garnier. Wobei ich sagen muss, ich habe gerade eins von der Marke Ultraviolet oder so, habe ich euch neulich bei Instagram gezeigt, Carmen PR. Das mag ich sehr, sehr gerne. Das ist wirklich wie so ein Spray, wie ein Fixing-Spray. Danach siehst du aber aus wie eine Speckschwarte, ne? Ich mag das sehr gerne. Manche mögen das nicht. Das würde ich sagen, ist eher mattierend und ich möchte im Sommer eher glowy aussehen. Apropos Sonnenschutz, vielleicht habt ihr es bei Instagram mitgesehen, ich mache selten Werbung für meine eigenen Produkte mittlerweile, weil ich euch einfach damit nicht nerven möchte. Aber ich habe die letzten Monate mir überlegt, wie ich euch einfacher die Gefahren von UV-Strahlen zeigen kann. Und klar, es gibt die App im Handy, die euch sagt, die ich euch auch sehr empfehlen kann, wie hoch die UV-Strahlung bei euch gerade ist, dass ihr abschätzen könnt, was müsst ihr anziehen, was müsst ihr euch eincremen, haltet ihr euch eh draußen auf und das ist sehr ungenau. Es ist natürlich, in Berlin hast du dann einen UV-Index von 7, aber was heißt das? Was heißt das bei dir? Und Magiamo hat etwas Neues, was ich so auch noch nicht kenne und ich würde mich freuen, wenn ihr mir da ganz kurz zuhört, weil es mir wirklich eine Herzensangelegenheit ist, euch das sehr naheliegend zu machen. Und zwar gibt es jetzt von Magiamo Beauty dieses Schätzchen hier. Vier Stück sind in dem Set mit drin, die sind wiederverwendbar. Also du kannst es nicht nur einmal benutzen und dann ist es hin. Nee, das hält ewig. Aber das ist eine Karte, eine UV-Intensitäts-Checkkarte. Und das ist, es klingt sehr einfach, aber wenn du das Produkt hast, erleichtert es dir so dermaßen zu verstehen, wo ist gerade UV-Strahlung und wo ist keine UV-Strahlung? Ihr seht es hier steht UV-Intensität drauf und hier ist ein Balken. Und der ist jetzt weiß. Ich habe hier eine UV-Lampe, die jetzt die Sonne imitiert. Ich drehe mal kurz das Licht ein Stückchen weg und gebe mit der UV-Lampe UV-Strahlung auf diese Karte. Die Karte ist beschichtet mit einer UV-sensitiven Schicht, die auf UV-Strahlen, auf geringe Mengen UV-Strahlung schon reagiert und euch so zeigt, wie stark ist die UV-Belastung gerade? Bei mir ging es oft so, wenn ich unterwegs bin und mich unter den Schirm gesetzt habe, dachte ich mir so, ach naja, ist ja okay, hier ist ja Schatten, hier ist keine UV-Strahlung. Nee, Freunde. Die Karte verändert sich und je dunkler die Farbe wird, desto stärker ist die UV-Strahlung. Und diese Farbe, diese Stärke ist das, was ihr draußen an einem sonnigen Tag habt. So könnt ihr einschätzen. Das ist definitiv gefährlich. Je dunkler, desto gefährlicher sind die UV-Strahlen. Und ich finde, ich lese es oft in Kommentaren, dass UV-Schäden ein bisschen runtergemacht werden. Aber das möchte ich so ein bisschen entgegenwirken. Ihr habt vier Karten in dem Set. Die könnt ihr in jede Tasche. Gebt sie euren Kindern mit, gebt sie euren Männern mit. Vor allen Kindern ist es sehr, sehr gut, weil sie dann einfach verstehen können und diese UV-Strahlung visualisiert bekommen haben. Weil sie oft, glaube ich, nicht verstehen, warum UV-Strahlen so schützlich sind, weil sie sie ja nicht sehen. Hiermit siehst du die UV-Strahlen. Hier ist natürlich keine UV-Strahlung drin. Ich habe hier ein kleines Fenster, da hängt aber gerade ein Sakko drüber. Aber selbst wenn ihr indoor seid, am Fenster sitzt vielleicht und diese Karte auf den Tisch legt, gebt ihr 20 Sekunden, sie verändert ihre Farbe und dann könnt ihr einschätzen, okay, jetzt haben wir nur eine leichte UV-Strahlung. Ja, ein bisschen hier. Eine leichte UV-Strahlung, da brauche ich jetzt nicht sofort Sonnenschutz nachlegen, aber wenn ihr beispielsweise draußen sitzt und das ganz dunkel lila wird, dann wisst ihr, jetzt ist es Zeit für einen Sonnenschutz. Ich glaube, wenn man es noch nicht ausprobiert hat, denkt man sich so, hä, was ist das denn für ein Quatsch? Aber glaubt mir, es ist für euch eine Möglichkeit, das zu visualisieren und bei euch zu sehen, wie die UV-Strahlung ist. Es hilft mir nicht zu wissen, wie die UV-Strahlung in Berlin ist, wenn ich gerade in einem Café unter freiem Himmel bin, aber trotzdem Schirm über mir ist.
dann kann ich das nicht genau einschätzen. Und hiermit könnt ihr das. Gibt's auf Magiamo, der Rabattcode BESTFRIEND10 gilt da drauf. Im Viererset sind mehrfach wiederverwendbar, bis ihr diese Schicht abgekratzt habt. Das passiert nicht so schnell. Es sind auch Schutzhüllen mit dabei. Probiert's aus. Vertraut mir. Für euch und für Leute, die vielleicht sich so ein bisschen mehr mit dem Thema auseinandersetzen wollen, ist das wirklich etwas, was euch das Ganze erleichtert. Und ihr könnt auch, ich gebe mal ein bisschen Sonnenschutz drauf, dass ihr das seht, ne? Also wie sensitiv das ist. Ein bisschen reicht jetzt hier. Gebe ein bisschen Sonnenschutz hier auf. UV-Lampe. Das hat der Sonnenschutz geschützt. Also Sonnenschutz funktioniert. Genug Werbung, ich verlinke es euch unten. Schaut unbedingt bei Magiamo Beauty vorbei. Wir haben jetzt auch wieder verwendbare Wattepads, Microfiber Multitools und die Lashes kosten einfach nur noch 7,99. Also, ne, die werden jetzt aus dem Sortiment genommen. Lashes, wir haben glaube ich noch 50 Stück oder so. Also schaut da gerne vorbei. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Ihr unterstützt mich damit am allermeisten. Wir haben Skincare von Asam. Das Schickimick Acid Liquid Exfoliant. Das ist, ich würde es als Dupe bezeichnen zu dem The Ordinary Glycolic Acid Produkt. Ein sehr, sehr gutes Produkt. Hat mir gut gefallen, war nicht zu aggressiv. Würde ich wieder benutzen. Ich habe auch meiner Mama eins gegeben, die fand das auch sehr gut. Und wenn Mama sagt, es ist gut, dann ist es gut. Wir haben Black Sensation von Denk mit und Pervol Renew Schwarz. Habe ich ehrlich gesagt absolut gar keinen Unterschied gesehen. Den einzigen Unterschied, den ich sehe. Und Freunde, wenn ihr unter meinem Alter seid und vielleicht gerade erst ausgezogen seid. Trust and believe. Ich war genauso. Ich habe auch alles gemeinsam gewaschen. Aber irgendwann ist der Punkt gekommen, da ist es dir wichtig, dass die Wäsche hübsch aussieht und du lange was von deinen Klamotten hast. Und wenn du anfängst, Wäsche zu trennen und Waschmittel für dunkle Wäsche und Waschmittel für helle Wäsche zu benutzen, du siehst den Unterschied. Ich weiß, es klingt total, ist total oll. Macht auch keinen Spaß, darüber zu reden. Aber es macht wirklich einen Unterschied. Ich habe hier allerdings keinen Unterschied gemerkt, bin ich ehrlich. Deswegen würde ich das hier wieder kaufen. Wir haben hier etwas von Syos, eine Augenbrauenfarbe. Habe ich mich influenzen lassen von Anna Johnson. Anna Johnson liebe ich sehr. Ich bin sehr inspiriert von ihr und freue mich sehr, dass sie und Tim jetzt auch ein Baby auf dem Weg haben. Augenbrauenfarbe ist grandios. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und warum ich die genommen habe, ich habe auch schon mal welches von Eigenmarken aus der Drogerie benutzt, da war es mir aber meistens entweder zu grün oder zu warm. Die ist sehr, 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 sehr gut. Also würde ich wieder kaufen, die ist teuer, aber du brauchst, das kostet glaube ich 8 Euro. Lohnt sich aber wirklich, weil es A, nicht brennt an den Augen und B, es ist nicht grün und nicht rot wird. Und dann funktioniert es, ich habe die Farbe dunkelbraun gehabt. Es ist sogar dunkler als gedacht. Aber es funktioniert. Wir haben einen Charlotte Tilbury Super Radiance Resurfacing Facial. Das ist ähnlich wie das Drunk Elephant, oh Gott, wie heißt das, Baby Facial. Das ist ein extrem intensives Peeling. 15% AHA, BHA und PHA. Exfol Active ist da auch noch mit drin. Da zimmert dir die ganze oberste Hautschicht weg. Musst du mögen. Nicht im Sommer benutzen, auf gar keinen Fall. Im Winter hat es mir aber gut gefallen. Ich muss aber dazu sagen, dass mir das irgendwann einfach zu stark war und ich mittlerweile mit meiner Haut an einem Punkt angekommen bin, wo ich das nicht mehr brauche. Das ist schon sehr, sehr intensiv. Zum Starten würde ich nicht benutzen, aber irgendwann brauchst du es halt nicht mehr, wenn du regelmäßig zarte Peelings machst. Deswegen habe ich das jetzt aussortiert und das hält auch nur 12 Monate. Das ist älter als 12 Monate. Und bei solchen Sachen, ich weiß, es ist nicht Geldverschwendung, aber es ist ärgerlich, wenn du es nicht aufgebraucht hast innerhalb dieser 12 Monate. Aber seid vorsichtig, wirklich. Bei Puderprodukten sage ich, könnte auch 20 Jahre später noch benutzen, ist mir wurscht. Aber bei cremigen Produkten, die aktiv mit der Haut arbeiten, seid vorsichtig bitte, weil irgendwann die Produkte umkippen können, die Produkte können dann anders reagieren. Sobald sie oxidiert sind, können sie eine andere chemische Wirkung haben. Deswegen sortiert es einmal lieber mehr aus, als dass ihr dann eine Verbrennung habt. Und bitte nicht im Sommer benutzen. Das ist wie, hat mir mein Kosmetiker gesagt, das ist wie Reifenwechsel zwischen Ostern und Oktober. Kannst du sowas machen? Nee, zwischen Oktober und Ostern kannst du sowas machen. Zwischen Ostern und Oktober bitte nicht. Dann ist die UV-Strahlung einfach zu hoch. Wir sputen uns mal ein bisschen. Darf Man Plus Care Duschgel hatte ich eigentlich immer benutzt. Habe dann irgendwann aufgehört, es zu benutzen, weil mich diese Flasche so wütend gemacht hat. Irgendwann kriegst du das Produkt nicht mehr raus. Und
Es klemmt und du drückst dir da einen Ast. Die Verpackung ist zu hart dafür. Sie haben es jetzt aber behoben. Ich weiß nicht, was sie gemacht haben. Ich habe es neulich nochmal gekauft, weil es einfach ein tolles Duschgel ist. Na, ich liebe den Duft. Aber jetzt ist die Flasche einfacher. Mag ich gerne. Schäumt schön, macht schön sauber, ohne dass die Haut so danach gespannt ist. Und wir haben noch was von der Asam Magic Care Reihe. Den Super Glow Cleansing Balm. Das ist so ein Reinigungsbalm wie der The Calm Balm von Yepoda. Würde ich gleichsetzen. Der schäumt ein bisschen mehr als der von Yepoda, aber schmilzt nicht so schön auf der Haut. Also es ist so ein Pro und Contra. Mag ich sehr, sehr gerne. Ich mag den Duft davon ehrlich gesagt nicht, weil er halt nicht duftet. Der von Yepoda auch nicht. Der riecht aber ein bisschen anders. Es ist ganz, ganz schwierig, das einzuschätzen. Ist aber ein gutes Produkt. Also, ne, Asam Skincare-Reihe sehr, 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 sehr gut. Sie haben jetzt sogar eine neue Skincare-Reihe rausgebracht. Ich weiß nicht, ob sie schon online ist. Die teste ich gerade. Probiere mich da so ein bisschen durch. Mag ich aber sehr gerne. Blue Wonder Allesreiniger, schrecklich. Schrecklich, Freunde. Habe ich bei Action gekauft, hat Ewigkeiten gebraucht, bis ich den endlich mal aufgebraucht habe. 750 Milliliter war ja auch günstig, aber ich kann den Duft nicht. Ne? Das ist halt der Vorteil von Frosch. Es riecht halt auch noch ein bisschen angenehm und nicht so wie eine kleine, weiß ich nicht, wie eine chemische Industriefabrik. Nee. Hat auch ehrlich gesagt nicht so krass sauber gemacht, wie ich es mir erhofft habe bei dem Duft. Du kannst damit viel sauber machen, klar, für zwischendrin ist es gut. Aber es riecht einfach schon sehr unangenehm. Wir haben hier einmal den Liquid Hydrator. Kaufe ich immer wieder nach. Möchte ich nicht so viel zu sagen. Und wir haben das Deo. Da wurde ich weiß nicht, wann ich das mal erwähnt habe. Irgendwann muss ich das mal erwähnt haben, weil ich fast täglich eine Nachricht bei Instagram bekomme, welches Deo ich meine. Das hier. L'Oréal Man Expert Barber Club. 48 Stunden Deodorant, 0% Alkohol. Das ist. Oh. Wenn du diese holzigen, kernigen Düfte magst. Meine Mutter mag das auch sehr gerne, weil es riecht nicht nach Moschus, so Mann, wie so Adidas, so. Es riecht nicht so männlich, schmutzig, sondern es riecht einfach sehr edel. Es riecht wie ein Aesop-Spa. Ein Luxus-Spa im Oriental Mandarin Hotel. Weiß ich nicht, im Westin Grand Hotel. Sehr, sehr luxuriös. Ich kombiniere meistens zwei Deos. Nicht, weil ich stinke, sondern weil ich einfach die Kombination aus beiden mag. Meistens ein Roll-On und dann dieses Spray. Aber eher als Duft und als Kombination mit Parfums. Das ist halt auch sehr gut. Ne? Also ein sehr, sehr gutes Produkt. Kaufe ich nur noch nach. Mag ich sehr, sehr gerne. Hat so ein bisschen ein anderes abgelöst. Das, doch hier, schau mal. Das ist das andere. Garnier Magnesium Dry als erstes nach dem Duschen antrocknen lassen und dann das rüber. Beste. Und das riecht sehr, sehr pudrig. Das riecht sehr holzig. Riecht dann. Also, klar rieche ich dann danach, weil ich hab's ja drauf. Aber wenn man mich in Duft beschreiben möchte, wäre es das pudrige, holzige Vanille. Oh, ich wurde neulich, ich bin ja viel geflogen, ich war ja viel unterwegs die letzten Wochen und gehe durch die Sicherheitskontrolle am Flughafen. Entschuldigung, riechen Sie so nach Vanille? Ich sagte, ja, das bin ich. Es tut mir, es war so ein richtiges Tier, ne? So ein richtiger Mann. Und ich dann halt so, hallo, mit meinem Täschchen und meinem Anzug und dann rieche ich wie so ein kleiner Vanillemarktplatz. Und der hat echt gesagt, das riecht toll. Habe ich mich sehr gefreut. War St. Barth. Okay, wir haben ein Vitamin C Serum. Große, große Empfehlung, habe ich euch neulich schon gezeigt. Colibri Skincare Vitamin C 20. Sehr, sehr gut. Eins der wenigen Lichtschutzfaktoren, die unter Make-up funktionieren. Irgendwas ist gerade los. Das von L'Oréal, was ich gekauft habe, dieses Vitamin C, das liebe ich abends. Unter Make-up funktioniert es im Moment gerade nicht. Ich weiß nicht, woran es liegt, ob es in der Kombination mit dem Hyaluronsäure-Serum ist oder ob es nur an dem Vitamin C liegt. Das probiere ich gerade so ein bisschen herauszufinden. Das macht aber gar keine Probleme. Das kannst du sehr, sehr gut morgens unter Make-up benutzen. Dann brauchst du halt einen Lichtschutzfaktor oder du benutzt es abends. Ich wechsle eigentlich immer. Ich schaue. Please don't cancel me. Ich krieg ja, ich sehr viel, ich folge vielen Skincare-Influencern, weil ich das toll finde, was sie machen und wie gut sie aufklären. Aber irgendwann ist für mich der Punkt überschritten gewesen, wenn mir dann Verbote gegeben werden, was ich machen darf und was nicht. Ich kenne meine Haut am besten und ich weiß, was meine Haut verträgt und was nicht. Und wenn ich es nicht weiß, dann lerne ich es. Wenn ich abends das Gefühl habe, ich möchte heute ein Vitamin C Serum benutzen, dann nehme ich es. Wenn ich morgens das Gefühl habe, dann nehme ich es. Ich muss dann halt aber nur die Auswirkungen kennen. Das kenne ich, also nehme ich einen Sonnenschutz.
Wir haben ein Setting Spray von Jeffree Star. Das war in irgendeiner Mystery Box mal drin. Das war aus dieser Wedding Proof Reihe. Trash, kannst du vergessen. Das hat gar nichts gemacht, außer dass es, also es hat, Wedding Proof heißt ja, dass es deine ganze Hochzeit überhalten soll. Würde ich niemals meiner Hochzeit vertrauen. Übrigens, wir sind jetzt auch so langsam in der Planung für unsere Hochzeit. Das heißt, der Content wird langsam Richtung Hochzeitsvorbereitung gehen. Welche Foundation suchen wir für die Hochzeit? Welchen Concealer suchen wir für die Hochzeit? Welches Setting Spray brauchen wir für die Hochzeit? Das hier definitiv nicht. Wir gehen mal ein bisschen schneller durch. Wir sind nämlich schon bei über 20 Minuten. Camille Handcreme, beste Handcreme aus der Drogerie. Gibt es bei Rossmann. Kaufe ich immer wieder nach. Habe ich überall stehen. Eine im Bad hier, eine im kleinen Bad, eine im Bad oben, eine im Schlafzimmer. Eine im Wohnzimmer, eine im Auto und eine habe ich sogar draußen im Garten. Das zeige ich euch nur von dieser Seite. Das ist eine Haarbürste. Tauscht bitte eure Haarbürsten aus, Freunde. Ich habe mich selbst über mich geekelt, als ich irgendwann wach geworden bin und diese Bürste gesehen habe. Und dachte ich mir, nee, komm mal, also das kannst du niemandem antun. Tauscht eure Haarbürsten aus. Wir haben auch etwas von Action, das habe ich aber aussortiert. Das war die Cracked Heel Cream für, wenn du so trockene Hacken hast, ne, hinten am Fuß. Nee, also es pflegt sehr, sehr gut. Das Problem ist, du darfst dich danach nicht mehr bewegen. Wenn du dich bewegst und keinen Teppichfußboden hast, du liegst. Du kannst, ruf vorher den Notarzt an, bevor du dir die Füße eingremst und weißt, dass du gleich aufstehen musst. Das ist mir neulich passiert, ich habe mir, warum auch immer, tagsüber die Füße eingecremt und dann hat es geklingelt, die Post war da, ich musste über die Fliesen rein. Ich habe mich so auf mein Poppes gelegt. Ne. Weg. Wir haben Dresdner Essence, My Cherry Moments. Fliegendes Duschgel fand ich auch ehrlich gesagt nicht so gut. Es hat zwar sehr gut gerochen, aber es hat nicht geschäumt. Ich hatte auch nicht so das Gefühl, dass es wirklich sauber gemacht hat. War jetzt nicht so mein Favorit. Das hier von Isana mochte ich sehr gerne. Sense of Harmony, verwöhnende aromatischer Duft. Ein Duschschaum und Bodylotion. Habe ich sehr gerne gemocht. Der Duft war grandios. Ich habe immer noch die Handcreme von der Kollektion hier. Die steht auf meinem Schreibtisch. Also das Problem hier, du hast halt diesen tollen Duft und die Haut fühlt sich danach gepflegt an, aber nicht sauber. Also ich habe erst dann mit einem anderen Duschgel mich sauber gemacht und das dann zum Abschluss nochmal so als Aromatherapie. Das ist ja gerade etwas, was ich total toll finde. Ich muss es schon teasern, ich hasse teasern, aber es gibt ja jetzt auch bald noch was Neues von mir und das ist auch gerade schon in der Produktion, weil ich einfach in der Zeit, wo ich viel hier zu Hause war und auch in der großen C-Zeit gelernt habe, was mir wichtig ist. Und das ist, mich wohlzufühlen und mir diese 5 Minuten am Tag zu nehmen, wo ich mich wohlfühle. Und dafür habe ich etwas gemacht, was, das ist so over the top, aber es ist so toll und es ist nicht teuer. Also es ist nicht over the top Preis, sondern es ist einfach, du würdest, wenn du es siehst, würdest du denken, hey, wozu brauchst du das? Aber wenn du es hast und wenn du es benutzt und du dich darauf einlässt, auf diesen Moment nur für dich, oh, ich würde jetzt sofort wieder in die Dusche gehen. Okay, wir haben hier wahre Schätze, Garnier, schrecklich, ganz furchtbar, ist noch voll. Deine Haare sehen danach aus, als hättest du sie mit Olivenöl eingeschmiert. Furchtbar, furchtbar, furchtbar. Das war ein Produkt, was meine Mutter mir gegeben hat, weil es bei ihr nicht funktioniert hat. Und ich habe es jetzt aussortiert, weil es mir gar nicht gefallen hat. Die Verpackung, ja, es sollte halt so ein bisschen natürlich umweltfreundlich sein. Nein. War ganz, 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 ganz eklig. Wir haben eine Foundation aufgebraucht. Perfect Match Foundation. Würde ich immer wieder nachkaufen. Sehr, sehr gute Foundation. Ich mag auch diesen goldenen Glow da drin. Wenn du zu hell bist, glaube ich, wird es ein bisschen gelblich für dich. Wenn du so um meine Hautfarbe bist, dann könnte es ganz gut sein. Sehr, 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 sehr gute Foundation. Hält ewig. Ist ein Favorit von vielen von uns. Wir haben ein Cleansing Oil von MAC. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Erstmal Packaging wunderschön. Hat das Make-up wirklich auch das fetteste SFX-Make-up, also so Kunstblut und Latex und so vom Gesicht genommen. Grandios. Sehr, 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 sehr gut. Ihr müsst nur ein bisschen aufpassen. Manchmal gibt es, ist mir neulich passiert, habe ich etwas bestellt. Und der Preis liegt, glaube ich, so bei 24 Euro. Aber ich habe mir eine Probe gekauft für 24 Euro. Oder sie haben es mir falsch geschickt. Ich weiß es nicht. Ich habe mich massiv drüber geärgert. Kauf es im Laden. Ich freue mich im Mac-Store drüber. Sehr, 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 sehr gutes Abschminköl. Und du kannst es sogar so ein bisschen in dein Make-up mit reinmischen. Sieht dann sehr frisch aus.
Das Anastasia Beverly Hills Brow Freeze habe ich immer wieder in Gebrauch. Ist, glaube ich, meine 6. Dose mittlerweile. Und das Setting Spray von Anastasia Beverly Hills mag ich das Produkt sehr gerne drin. Die Verpackung und der Sprühnebel ist... Das ist wie, als würde ich einen Lama anspucken. Ich fülle mir das dann meistens um. Der beste Sprühkopf ist dieses hier von Art Deco. Inhalt gut, Verpackung doof, du musst es wissen, dann kannst du es umfüllen, dann ist es kein Problem für mich. Ne? Ich bin da ehrlich gesagt nicht so, wenn man dann sagt, nee, denn die Verpackung nicht gut ist, mein Gott, wir haben so viele Sprühflaschen mittlerweile zu Hause. Du kannst sogar das hier von Frosch benutzen am Ende. Yepoda, The Cetox Maske, sehr, 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 sehr gut, liebe ich, wenn meine Haut beansprucht ist, genauso wie der Repair Hero, mag ich sehr, sehr gerne als Primer. Ihr wisst es, die Yepoda Produkte liebe ich, mein Code müsste sogar noch gültig sein. Schaut mal im Video von vorgestern, ich schreibe es euch hier hin. Kertiol, das ist ein medizinisches Haarpflegeprodukt für Psoriasis Skin, also für meine Kopfhaut, die ja eine Zeit lang sehr, sehr schlimm war, hat mir sehr, sehr gut geholfen. Ganz, 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 ganz tolles Produkt, es riecht halt nur bestialisch, ne? Puh, es ist halt Urea, ne? Und Urea riecht halt immer ein bisschen nach Pipi. Wir haben, hier, den The Calm Balm, nochmal, hatte ich den nicht sogar schon mal? Und das hier, L'Occitane. Ist ja mittlerweile eine Marke, die sehr in mein Herz gekommen ist. Oh, so ein bisschen ist sogar noch was drin. Das ist ein Oil-in-Serum. Da sind so kleine Kügelchen drin, die platzen auf. Es riecht nicht so gut, es riecht so ein bisschen nach, wie heißt diese lila kleine Blume? Flieder, aber... Nicht so frischer Flieder, sondern der Flieder ist schon ein bisschen verblüht. Aber die Pflege ist so toll und es ist so luxuriös und auch die Augenpflege ist ganz, 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 ganz toll. Das nach der Pflegereihe über die Haut, toll, habe ich mir schon nachgekauft. Sehr, 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 sehr große Empfehlung. Generell L'Occitane ist so eine Marke, ich finde, die kauft man immer nur entweder zu Weihnachten, wenn man sich jemandem schenken möchte oder wenn man am Flughafen im Duty Free Shop ist. Probiert die Sachen wirklich aus. Die haben so, 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 so tolle Produkte. Also sehr, 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 sehr große Empfehlung. Und zu guter Letzt hier von Nivea das Aftershave Balsam. Ich weiß nicht warum, ich rasiere mich nicht nass. Aber irgendjemand meinte mal, das kann man als Primer benutzen. Würde ich nicht als Primer benutzen, bin ich ehrlich. Das riecht mir da, das ist halt dieser typische Duft, den ich meine, das riecht halt so nach Umkleidekabine in einer Jugendherberge. Ne? Das ist ein richtiges Trauma, ne? Auch in meiner Jugend, ne? In der Jungsumkleide oder was weiß ich. Ich habe ja da nicht mit, weiß ich nicht, mit Kokosraspeln um mich rumgeworfen oder mit Wattebäuschen, ne? So. Und das müssen wir mal drüber reden. Hat mich neulich jemand im Interview gefragt, wie männlich siehst du dich? Da habe ich gesagt, so, hä? Was ist das denn für ein Quatsch? Mein Gott, ich trage halt nur Make-up. So, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Ich mag halt diese Sportumkleidekabine nicht. Ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht, warum das so ist. Vielleicht will ich einfach... Ich gehe ja mit offenem Herzen an alle Produkte ran. Ne? Ich sage ja nicht, nur weil die Verpackung rosa ist, darf ich sie nicht benutzen. Ich kaufe mir auch hier das fliegende Duschgel My Cherry Moments. Aber diese sportlichen Düfte... nee, da kannst du mich mit jagen. Oder ganz, 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 ganz wild Axe Body Sprays. Nee. Da müsste so eine Warnung draufstehen, bitte nicht unter 18 in der Sportumkleide benutzen. Ne? Das ist so ein typisches pubertierendes Ding. Axe Body Sprays. Kauft euch einen Duft von Bruno Banani, ist besser, Freunde. Glaubt mir. Aber ich mag diese Aufgebraucht-Videos gerne, weil ich euch da nochmal sehr viele Informationen zu den Produkten geben kann. Schaut gerne bitte bei Magiamo Beauty vorbei. Probiert die Karten aus. Die werden es erleichtern. Sie werden euch wirklich helfen und ich finde, es ist etwas sehr, 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 sehr Gutes, sich zu schützen und zu verstehen, wovor man sich überhaupt schützt. Und das ist jetzt da. Ansonsten probiert die Lashes aus, 7,99 mit der Rabattcode gilt da auch übrigens drauf. Und die iPads sind auch noch da. Ich verlinke euch alles unten. Vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal.